Ja, und damit herzlich willkommen bei Let's Play Atelier Risa, Ever Darkness and the Secret Hideout, dem nächsten Spiel, was ich mir rausgesucht hatte zum Let's Playen. Eigentlich wollte ich es nicht parallel zu Grim Dawn machen, sondern erst das eine fertig machen und dann das andere. Das hat aber, wie ihr seht, nicht ganz so gut funktioniert, denn wenn ich einmal ein Spiel in der Steam-Bibliothek habe, dann will ich auch unbedingt zocken. Und dementsprechend muss ich hier jetzt einmal ganz kurz... Die Maus-Settings scheinen nicht so wirklich ganz gut zu funktionieren. Ja, so mehr oder minder. Okay, das funktioniert schon mal. Ja, ich habe wegen den Settings hier noch nicht so wirklich geguckt. K und L, okay. Ja, vielleicht lege ich mir das einfach nochmal um. Wisst ihr was? Ich gucke ganz kurz nach, ob die Aufnahme richtig läuft. Leg mir ein bisschen die Settings hier um und wenn es dann losgeht, dann sehen wir uns hier an der Stelle gleich wieder. Also bis gleich. So, da sind wir wieder und ich habe herausgefunden, dass es bei diesem Spiel wirklich einfach das Beste ist, wenn man mit dem Controller spielt. Es geht zwar mit der Maus auch, dafür gab es eine Einstellung, aber ich würde sagen, wir springen hier einfach mit dem Controller rein, das wird wahrscheinlich wesentlich angenehmer sein. Ich schaue noch mal ganz kurz, ob hier sonst noch irgendwas... Difficulty normal, ist alles in Ordnung. Dash, R, B und L. Okay, ja, das werden wir ja dann sehen. Ich würde einfach mal sagen, wir hoppen rein ins neue Spiel. Rasenboden, kein schlechter Name. と焦がれながら。私はライザリンシュタート。通称はライザ。なんてことない農家の娘。 Oh Mensch, sieht doch schön aus, die Gegend. Ihr merkt schon, das Spiel, Audio ist auf Japan. Auf Japanisch. Die Untertitel auf Englisch. Deutsch gibt es in dem Spiel nicht, so wie bei vielen JRPGs.青くて深い夏の空は絶好の冒険日和だ。お父さんが毎度麦の気持ちを考えろって言うからつい、あたし麦じゃなくて人間だよって答えて。分かってるよ。 母ちゃんの方に怒鳴られたんだろ? おっかねえからな、ミオさん。
そんなことより見てよ、ほら。少しは意味がわかりそうな随理の本があったんだ。また？せっかく古い本が地下で山積みになってても、書いてある文字が全然わからないんじゃね。しょうがないだろ。ひいじいさんが読み方をおじいさんに教える前に死んじゃったんだから。 Taumongarten. それでも解読しようと食い下がる執念には感心するよ. Oi, Tao, せっかくの本が汚れてるじゃねえか. Die Voice Actor sagen mir auch irgendwie alle was. Liegt doch daran, dass ich relativ viele Anime in letzter Zeit schaue. Was ich sehr nice finde, ist die Tatsache, dass ich nicht vorlesen muss, weil die hier einfach schon alles vorlesen, natürlich auf Japanisch, aber ihr seht ja die englischen Untertitel. Ich gehe mal davon aus, jeder wird so ziemlich Englisch verstehen. Um hier den Sinn zu verstehen, ist es notwendig. Lent Marsling. うん、来る途中ボーストランバーに見つかってさ、足を引っ掛けられたはずみで泥の中に。あいつら、威張り散らすだけならまだしも、しつこくしつこく嫌がらせまで。 Risa wird die Anführerin, das kann ich jetzt schon sagen. Was auch Sinn macht. Denn das Spiel heißt Atelier Risa. ライターに触るな。島の外といえば、よそから商人が来るのは今日だったんじゃないか。そうだね。村中その話で持ちきりだったよ。村の野菜を商いに来るんだっけ。外の商人か。私たちも行ってみようか。は？その商人の到着を 私たちも見に行くのよ。どうせ対岸の船着き場で長々と手続きするんでしょ。え、本当に対岸に渡るの？そんなの聞いてないよ。Risa ist richtig motiviert, will einfach nur ein Abenteuer haben. なんか火がついちまったな。こりゃマジで島の外に出ないと収まんねえぞ。冒険計画なんだから、まずじっくり計画を立て。船着き場に行って、こっそり小舟を借りて、対岸の船着き場の近くで降りる。以上。That's kein guter Plan. やめなタオ。こうなれ腹をくくって付き合うしかない。 さあ、だらだら話してる暇も惜しい。冒険を決行するよ。あ、待ってよ、ライザ。 待ちなさい、ライザ。またレントとタオを巻き込んでろくでもないことやろうとしてるわね。 Mio Stout. Haut so schnell wie möglich ab. Tutorial, Risas Room. Risas Room is the foundation of the game, so make sure you learn the features available here. Sieht aus, als müsste ich doch ein bisschen was vorlesen. This is where you can save and load your progress. Ah, okay. Hier können wir speichern und laden. You can also rest here, which will move time forward to morning, day, dusk or night. But make sure you prioritize adventuring over sleeping all day. Natürlich. The difficulty very easy has been unlocked. With very easy, the HP of bosses is even further decreased and coal and XP obtained from battles are increased.
Difficulty can be changed from options on the main menu. Photo mode has been unlocked. Press L to access it. Tutorial photo mode. Photo mode allows you to take screenshots using lots of customizable options. In camera control mode you can apply filters, adjust the time of day and change character poses and positions, okay? Once you finished, you can then hide the help menu to take a screenshot of your choosing. We hope you can use this feature to take your all-time favorite photo. Hört sich auf jeden Fall erstmal ganz cool an. Okay. Das Spiel läuft sehr, sehr flüssig, was ich schon mal sehr nice finde. Okay, wir können raus und ranzoomen. Aha, okay. Mit der Taste kann ich springen. Schlagen. Und hier haben wir unser Menü. Und so kann ich die Kamera... Ja, ja, also mit dem Controller ist 10.000 mal besser auf jeden Fall. Warte mal, kann ich irgendwie auch... Okay. Nach oben und unten drehen geht nicht so wirklich. Das dreht sich so ein bisschen automatisch mit. Gut, hier ist unser Haus und hier können wir auch speichern. Ich würde sagen, zum Speichern, wir müssen noch nicht unbedingt speichern, auf jeden Fall. Ah, so ein bisschen kann ich die... Okay, hier ist die Map, alles klar. Event-Log. Kann ich auch so ein bisschen die Kamera nach unten oder oben drehen? Das ist jetzt halt die Frage, ne? Die dreht sich immer automatisch mit, deswegen soll ich, schätze ich, einfach mal so ein bisschen in dem Modus hier bleiben. Okay, das möchten natürlich die Zuschauer sehen, hier den Fernservice, wenn ich springe... Dass so schön das Cape so ein bisschen mit nach oben fliegt. Ja, warum eigentlich nicht? Okay, die Leute werden durchsichtig. Kann ich auch mit denen reden? Okay, schlagen sollte ich sie vielleicht nicht. Gut, wir haben drei Mann. Beziehungsweise eine Frau und zwei Männer. Beide, alle drei sind Level 3. Und Lent ist der tankigste von denen scheinbar. Ja, wir werden auch alles noch lernen. Jetzt schaue ich mal erstmal auf die Map, wo müssen wir denn überhaupt hin? Das ist jetzt noch nicht so ganz klar geworden. Ich laufe einfach mal ein bisschen weiter. Ja, ich habe vor, alle Teile von Atelier Risa zu spielen. Diesen hier, dann gibt es noch Teil 2. Und Teil 3 kommt da jetzt demnächst raus. Und ich fand, das sah echt cool aus und habe mir so gedacht, ja, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was aussieht, als könnte man... Das wäre es cool für ein Let's Play auf jeden Fall. Ich möchte mich jetzt mehr so auf 1-2 Spiele konzentrieren und die erstmal komplett durchziehen, bevor ich andere Sachen aufnehme. Deswegen das hier und Grim Dawn wahrscheinlich ein bisschen priorisiert jetzt. Gehe ich mal davon aus. Kann ich hier hochklettern? Nee. Okay, wir sollten einfach mal dahin gehen, wo wir tatsächlich auch sein sollen. Das ist natürlich auch keine schlechte Kameraperspektive. Atmosphäre und Musik, muss ich sagen, gefällt mir aber jetzt schon mal sehr gut. Ich finde es nur schade, dass ich die Auflösung nicht auf Full HD stellen kann. Das ist ein ganz, ganz kleines bisschen nervig. Aber auch nicht so doll schlimm. Ah, okay. Wenn ich eine Sprechblase auf der Map sehe, dann kann ich mit den Leuten reden. Das geht also nicht mit jedem NPC. Oder? Ah, doch, ja. Moin. There used to be a lot more water all over the island. That's why there are canals everywhere. Okay. Ich kann es nicht so richtig sehen, weil ich die Kamera nämlich nur... Okay. So funktioniert's. Ich schätze mal, wir reden hier einfach erstmal so mit jedem NPC, den wir hier so über den Weg laufen. Wer bist du? Kann ich auch mit dir reden, oder was? Hey! Ich kann mit dem nicht reden, irgendwie. Ja, komm, dann fuck off. Der hat irgendwie keinen Bock zu reden gerade. Wir gucken mal auf das Schild. Hilltop Stout Farm. Wir sollen ja zum Hafen, wenn ich mich recht entsinne. Der ist dann wahrscheinlich hier in die Richtung. Bodendistrikt. Schick. Oh,
簡単に言うけど分かってんのか？小舟をこっそり借りるだけでも大変だぞ。そうだよ。特にアガーテ姉さんにだけは絶対に見つからないようにしないと。アガータ zaubert auch in diesem Spiel hier mal wieder。守り手の中でも特に私たちにうるさいからね。大丈夫大丈夫、そうそう簡単に。ああ、それで構わない。船着き場の方の手配は終わっているな。モリッツさんの指示でやりすぎなくらいにな。大商いは第一印象が大事とかうるさいのなんの。こんな田舎の村に第一印象もないだろうに。ま、これも来客をもてなす。Das Agatha? Nicht schlecht.船着き場がどうこう聞こえたよ。まずい、まずいよ。確かに守り手は村の警備が仕事だし、アガーテ姉さんが船着き場にいるのも当然だな。島の外への冒険もいきなり頓挫か。 Nein, auf gar keinen Fall, noch nicht. 諦めてなるもんか。こうなったら奥の手を使うしかないわね。奥の手？もう諦めて帰ろうよ。いや、このまま帰ってもお母さんに怒られるだけだもの。それならせめて冒険しなきゃ。あたしの丸損じゃない。どういう理屈だよ。こっちよ、二人とも。アガーテ姉さんに見つからないよう、こっそり急いで。Die haben einfach gar keinen Bock mehr。どこへ行くのさ。この前、家の近くで秘密の船着き場を見つけたの。まさしくこの日のために用意されたような場所よ。は？ならなんで最初から。True。いいから早く。Imagining the Beyond 1 updated. Habe ich irgendwie so Sachen, die ich durchlesen kann?Ah, okay. Hier haben wir unsere ganzen Dinger. Unsere Attacken und unsere Skills. Ah, okay. Das ist der Kameramode. Alles klar, weiß ich da auf jeden Fall Bescheid. Oder Fotomode, besser gesagt. Ja, wenn man wirklich nur bei sich zu Hause speichern kann und sonst nicht, dann würde ich tatsächlich ganz gerne jetzt an der Stelle speichern.Weil ich glaube, dass, ne, der Einführungspart ist immer so der, der etwas kürzer ist. The Advanced Exploration Path has been applied. You can now reach Battle Level 99. Raise your Battle Level, which will also boost your active skills. This will add some new party quests as well. Complete these party quests and raise your level to boost your characters even further. The Legendary Difficulty Level has been unlocked. You can select it after creating a clear save.On this difficulty level, you will be cruised at the start of each battle. This permanent debuff will reduce your party's entire defense. To compensate, you will gain increased coal at the end of the battle. Digga, ich weiß noch gar nicht, was jetzt abgeht. Online Special BGM Pack, okay, alles klar. Ja, jetzt habe ich hier 10.000 Sachen, von denen ich noch gar nicht weiß, was abgeht. Ach so, hier haben wir, hier können wir unsere ganzen Sachen alle lagern. So eine Kiste sozusagen. Ja, das Game soll auch irgendwie so ein Craft Game sein, so ein bisschen. Ich bin wirklich gespannt.It's a barrel, ja, okay. Gut, resten brauchen wir nicht, aber speichern. Wo konnte man speichern? Diary, hier. Wenn ich jetzt mal schaue. Perfekt. Gut, dann wollte ich noch eine Sache nachschauen. Und zwar unter Settings.Difficulty ist immer noch auf Normal. Okay, alles klar. Dann wäre das geklärt. Somit bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten im ersten Part von Atelier Risa. Falls ihr Bock habt, bleibt dran. Der nächste Part dauert bestimmt nicht allzu lange. Also Leute, bis dahin und ciao.